Herzlich willkommen im Wagen. Heute aus aktuellem Anlass müssen wir unseren Namen leicht abkürzen, denn unser Besen ist in Polizeigewahrsam auf einer balearischen Mittelmeerinsel. Ich bin Bastian Marx. Moin Moin, Paul Voss. Und ich bin Andreas Stauff. Ja, da hat sich Ulle wieder was geleistet. Ist einfach mal mit unserem Besen bewaffnet bei Till Schweighöfer über den Zaun geklettert und wollte Matthias Paus Maul hauen. Ach nee, ein bisschen anders. Jedenfalls Bruce Lee war, glaube ich, auch mit am Start. Nee, Jackie Chan war's. Jackie Chan. Gab's noch Kung-Fu-Kämpfe und alles drum und dran. Bisschen RTL 2 reift die ganze Geschichte. Ja, Basti, der atmet schon ganz schwer. Dem geht das Ganze ein bisschen näher. Wir wollten eigentlich schon drüber reden. Stauffi, Paul und mir sind über verschiedene Ecken natürlich immer aus zweiter Hand schon in den letzten Wochen immer wieder Geschichten zu Ohren gekommen, dass es Ulle nicht so gut geht, da auf Malle, wo er jetzt sitzt. Und ja, keine Ahnung, also mir geht das persönlich schon immer so ein bisschen nah. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen anderen Zugang zu habe. Auf jeden Fall ist das ja dann die Woche total eskaliert und habe irgendwie ein, zwei Tage vorher noch im Vereinschat unseres Clubs kurz so eine Story erlebt, die mich schon irgendwo wieder wütend gemacht hat. Und einen Tag später ist das dann passiert, wo jemand einfach nur, es ging um das Bergzeitfahren des Vereins, was die Vereinsmeisterschaft ist, und es wurde darüber diskutiert, ob man Auflieger fahren darf. Dann postet jemand ein Bild von Ulle vom Bergzeitfahren Alpe d'Huez mit Aufliegern und sagt, hier, Ulle ist da auch mit Aufliegern Bergzeitfahren gefahren, also darf ich das auch? Und ich habe das direkt kommentiert mit ja. Das ist ein Argument. Das ist auf jeden Fall dann. Das ist Ulle approved. Genau. Das ist, your argument is valid, habe ich drunter geschrieben. Und 3 Sekunden später schreibt jemand dazu, aber Ulle war auch total voll mit Epo und Eigenblut. Als einziges Statement. Und keine Ahnung. Ist jetzt auch ein Argument. Ist ein Argument, aber tut überhaupt nichts zur Sache in dem Moment. Und wen bringt das im Leben auch nur einen Zentimeter weiter, das in dem Moment zu sagen? Ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist für mich diese typische deutsche Doppelmoral, jemanden total abzufeiern im einen Moment und dann fallen zu lassen. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, der Typ hat gedopt. Aber das ist so lange her und er hat auf jeden Fall lange genug dafür auch schon gebüßt, gelitten, was auch immer. Andere haben sich selber schon aus dieser Situation befreit. Nehmen wir Lance Armstrong, ja, der macht das irgendwo humoristisch. Der hat es dann auch im letzten Moment, erst als er sowieso nicht mehr anders konnte, dann ein Statement bei Oprah Winfrey abgegeben. Hat dann 5 Jahre ist er von der Bildfläche verschwunden, war auch irgendwie persona non grata und kämpft sich jetzt wieder so ein bisschen zurück und ist auch in Ordnung, ja. Er ist jetzt ein Clown da in seinem Podcast, macht es auch sehr gut, ist true und ich nehme ihm das ab und es ist auch alles lang genug her. Er hat auch was bezahlt dafür, alles gut. Aber Ulle wird das niemals hinkriegen. Der wird niemals aus eigener Kraft, aus eigener Kommunikationsfähigkeit, Eloquenz da irgendwas formulieren können, was die Öffentlichkeit befriedigt. Das können wir uns abschminken. Aber ihn weiter so zu behandeln, wie zum Beispiel letztes Jahr, wird ihn einfach weiter kaputt machen. Als hier unser Freund bei Rund um Köln ihn zum Rennleiter machen wollte, was vielleicht jetzt auch nicht die durchdachteste Aktion war, trotzdem hätte man es mal machen können. Und Ulrich hat sich auch mega gefreut. Und innerhalb von ein paar Stunden ging der extreme Shitstorm los. Und er wurde ausgebuht, wurde da rausgedrückt, auch von den öffentlich-rechtlichen Medien. Und er musste einfach 2 Tage später wieder ein Statement abgeben, so dass er diesen Posten aufgibt, dass er davon zurücktritt, weil er dem Rennen nicht schaden will dadurch. Ein paar Monate später war der Tourstart in Düsseldorf zum 20-jährigen Jubiläum seines Sieges
bei der Tour de France und er wurde weder von der Stadt Düsseldorf, weder von der ASO eingeladen. Also einfach mal als Statement, bleib weg. Und dazu muss man sagen, dass da auch gleichzeitig bei der ASO Leute arbeiten, die genauso komplett offiziell Doping-Sünder sind und da am Ruder und auf der Bühne stehen und Statements abgeben. Aber Ulle will man nicht dabei haben und das wird ihn einfach persönlich angreifen, ja? Ja, ist schon irgendwo auch eine traurige Geschichte auf jeden Fall. Allerdings habe ich da auch so vielleicht ein bisschen andere Meinung, zum Beispiel bei dem Thema rund um Köln. Also wo ich dir zustimme, da sage ich, das war überhaupt nicht gut durchdacht, die Aktion, ihn da zum Rennleiter zu ernennen. Aber ich finde auch, so eine offizielle Funktion sollte einfach niemand mehr aus der Zeit unbedingt einnehmen. Irgendwas Repräsentatives für ein Radrennen hier in Deutschland, da sage ich nein, danke. Auf der anderen Seite, als Gast bei der Tour habe ich nichts dagegen, wenn er da vielleicht da rumläuft. Aber so offizielle Funktionen, da finde ich, hat er ja dann auch nicht wirklich was zu suchen. Bin ich tatsächlich auch bei dir. Paul, wie siehst du die Aktion? Ja, man muss ja irgendwie rausziehen, was man für richtig hält. Aber also das mit dem Kung-Fu-Tritt glaube ich auf jeden Fall. Genau, wenn ob Matthias Schweiger wirklich so richtig Kung-Fu kann? Nee, das war ja ein Kumpel von ihm. Ach so. Das war ein Kumpel von Matthias Schweinsteiger. Bruce Lee ist ein Kumpel von Matthias Schweighöfer. Und der war zufällig bei Til Schweiger. Und der hatte Ulle auch was geklaut, glaube ich, ne? Der Schweighöfer oder der? Den Rest vom Besen vielleicht. Ich bin ja so ein bisschen bei Staufi und auch bei dir, Basti. Das ist so allgemeines Problem im Radsport, dass diese Scheinheiligkeit, also dass man so einige Helden noch irgendwie feiert, wie als wenn die Könige wären, so wie ein Eddie Merckx. Und dann hast du jemanden wie Ulrich, der ja Fehler gemacht hat, genauso wie Lance Armstrong, und die möchtest du am liebsten irgendwie zum Scheiterhaufen tragen. Und ja, da muss aber mal ganz klar unterscheiden. So Eddie Merckx, nee, der hat vielleicht da auch mal seinen Pott Belch eingeworfen, aber Staufi, das war ja zu der Zeit nie ein Skandal. Nee. Also ja, die Skandale sind neu, die gibt es erst seit 1998. Nein, aber ist doch scheißegal, ob es ein Skandal ist oder nicht. Der hat genauso auch beschissen und er war auch positiv. Wenn du mal richtig googelst, er war ein paar Mal positiv. Aber das ist nicht in Ordnung. Und das ist so die ganze Generation aus den 80ern und 90ern. Jeder, der sich da irgendwie hinstellt und einen Armstrong verurteilt oder einen Ulrich verurteilt, der soll ich vielleicht auch zum Teil mal selbst an die Nase fassen. Und ich finde das nicht gerechtfertigt. Ja? Wenn man da, ich meine, du siehst dann Erik Zabelzanz bei der Tour rum, der auch in wichtigen Positionen bei Teams oder bei Radherstellern. Ja? Und das ist alles in Ordnung. Und das größte Problem, was Ulrich, oder was er eigentlich nie gemacht hat, ist, dass er sich mal hingestellt hat, wie es ein Armstrong gemacht hat, gesagt hat, okay, ich habe das und das genommen und ich habe betrogen. Immer diese Aussage, ich habe keinen betrogen, das mag ja zum Teil vielleicht sogar stimmen, aber ich trotzdem werden in diesem Tour-Peloton oder auch bei anderen Radrennen welche gewesen sein, die nichts genommen haben, und die hat er betrogen. Also und er vermutet halt, dass alle zu waren und dass er wurde als Jugendlicher, als sehr junger Mann absolut abgehypt. Er war der Star und hat gemacht, was alle wollten, und das hat ihn ja auch als Charakter irgendwo produziert. Er ist da 1997, 1996, 1998 bei der Tour rumgefahren. Alle sind total ausgerastet, hat eine riesen Euphorie in Deutschland losgetreten. Und dann muss man ja auch mal dazu sehen, was das für ein psychologisches Szenario auch ist. So ein junger Mensch wird angefeuert, wird angetrieben, ist dann, nennen wir es mal beim Namen, ist dann auch auf irgendwelchen Drogen da unterwegs, in einer körperlichen Verfassung, die sich ja auch gar keiner vorstellen kann. Der ist ja ultra fit, und wir reden ja im Moment gerade über einen depressiven Menschen. Ja? Der ist in einem absoluten High in dem Moment, dann ist das rum, der hat das Teil gewonnen, in den nächsten Jahren gewinnt er das nicht mehr, kommt nicht mehr in diese Verfassung, gleichzeitig lässt ihn das Kollektiv der Menschen, die ihn angefeuert haben, total fallen. Er wird noch öffentlich kritisiert die ganze Zeit. Der fällt in ein unfassbares Loch. Und das ist kein Mensch, der sonderlich selbstreflektiert ist. Der kommt da nicht mehr raus. Und er ist auch seitdem da nicht mehr rausgekommen. Er hat es noch ein paar Mal probiert. Es haben versucht, ihm ein paar Leute zu helfen. Aber
es geht halt bergab und mir geht's ganz wenig im Moment um diesen Vorfall, der da passiert ist auf Malle, sondern um den Menschen Ulle, dem es nachweislich immer, immer schlechter geht. Und wir müssen uns klar machen, da kann noch was richtig Schlimmes passieren in nächster Zeit. Und deswegen sage ich, muss mal die öffentliche Wahrnehmung, der Journalismus, die Medien müssen da meiner Meinung nach eine Verantwortung übernehmen, weil die sind der Macher von dem, was Ulrich heutzutage ist. Und das wird nur noch mit Füßen getreten. Und wenn dem irgendwas passiert in nächster Zeit, dann sind wir da irgendwie alle gemeinsam so ein bisschen mit dran schuld. Standpunkt, ja. Ja, aber ich komme aber ganz ehrlich, nichtsdestotrotz hat er halt auch nicht das Nötige beigetragen, um da irgendwie so eine, ja, vielleicht. Das finde ich jetzt auch ein bisschen einfach, dass so auf mangelnde Größe oder was du eben gesagt hast. Ja, genau, so, das ist auch keine zu Ahnung, einfach. Das ist so einfach, das daran jetzt damit zu rechtfertigen quasi, ne? Also ich meine, ich habe ja auch zum Teil angefangen mit Radsport, weil Jan Ulrich eben 97 Tour gewonnen hat. Auf der anderen Seite war ich dann auch irgendwo nachher leidtragender von der Situation. Das hat meine Karriere hat's ja, weiß ich, hat's schon so ein bisschen beeinflusst, dass halt so deutsche Fahrer auf dem Markt irgendwie es schon schwierig hatten, zumindest mal als ich dann noch Profi geworden bin. Aber das kann ich nur bestätigen, ja. Wir sehen das ja auch jetzt gerade, also wenn man sich jetzt mal ein Nachwuchsrennen anguckt, da stehen ja vielleicht 15 Fahrer am Start. Also diese langfristigen Folgen, die sind halt schon enorm und das hätte man einfach mit einem anderen Handling alles verhindern können. Definitiv, aber liegt das an ihm? Das ist ja letztendlich also macht für mich er ja die Aussage, ich habe niemanden betrogen. So irgendwann wurde es ja auch lächerlich. Also es war ja offensichtlich, es waren Beweise da. Jeder hat gesagt, ey, der Typ hat gedopt. Und er hat immer noch gesagt, ich habe, ja, okay, Blutdoping. Ah, nee, ja doch, okay, EPO vielleicht auch und keine Ahnung. Stimmt halt schon. Das ist eine ganze Generation und das betrifft die Generation vor allem auch von Staufi und mir. Ja, da gab es diese goldene Zeiten Anfang 2000, wo alle, die bei Telekom waren, wahrscheinlich sich einen goldenen Arsch verdient haben, ja, und dann so unsere Generation, wo man dann im Taxi saß und sich eigentlich dafür geschämt hat, dass man Radprofi ist. Und das liegt auch daran, dass sich Jan Ulrich, ich bin auch ein Fan von ihm gewesen, ich meine, er kommt aus Rostock, der hat beim gleichen Verein angefangen wie ich, ja, also wir haben da auch gewisse Schnittpunkte, auch ein André Greipel kommt aus dem Verein, also es ist ja eine gewisse Historie irgendwo da, dass der das Leben für uns schwer gemacht hat, weil er sich nicht einfach hingesetzt hat und gesagt hat, wie es vielleicht Lance auch viel zu spät gemacht hat. Aber es waren so viele Fakten da. Hätte man einfach mal sagen können, ja, scheiße, es war so. Und dann wäre auch gut gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass man, so wie er dann behandelt wurde in der Presse, das ist nicht in Ordnung. Und auch wie man ihn jetzt behandelt, ist es nicht. Wie gesagt, ich bin ja da bei dir. Aber nichtsdestotrotz hat er die Karriere oder die Karrieren von einer ganzen Generation zum Teil in Deutschland auch erschwert. Nicht zerstört, aber erschwert. Also für euch wäre es immer noch gut oder es wäre für euch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Ausweg, wenn er das immer noch machen würde. Wenn er sich jetzt hinsetzen würde, sagen wir mal, er kommt in 4 Wochen aus der Betty Ford Klinik raus. Das weiß ich nicht, Mann. Und das weiß ich nicht. Stellt sich hin, so, Deutschland, ich mache jetzt reinen Tisch. Du bist über den Punkt hinaus. Ich meine, der hatte damals bei Beckmann, wo das war, die Chance, das reinen Tisch zu machen oder bei vielen anderen Interviews. Du bist über den Punkt hinaus. Und ich meine, mittlerweile ist weiß jeder. Und er hat es ja auch so halb angedeutet schon ein paar Mal und ja, es ist schon zu spät. Ja, er hat den Punkt verpasst. Deswegen bin ich da ja auch bei aber dir. Warum reden wir dann noch drüber? Ja, das macht dann keinen Sinn mehr, wenn es zu spät ist. Dann muss man sich überlegen, was passiert jetzt. Du, da haben wir wenig Einfluss drauf. Da liegt sicherlich auch viel in der Hand seiner Frau. Ich finde schon, auch gerade mit sowas wie so einer Sendung jetzt. Da hat jeder Zeitungsartikel einen Einfluss drauf. Da hat so eine Sendung einen Einfluss drauf. Einfach mal in die Köpfe der Leute zu pflanzen, dass das nicht gerechtfertigt ist, ihn so zu behandeln. Auch wenn er positiv war, auch wenn er den Radsport zerstört hat, ist alles passiert, ist alles Vergangenheit, man kann es nicht ändern, aber es bringt nichts weiter, auf ihm rumzuhacken. Und aber ihn, um jetzt nochmal Pauls Punkt eben aufzugreifen, dass Jan Ulrich eigentlich in der Presselandschaft, jetzt mal abgesehen von den Boulevardmedien, die auch nur dann was bringen, wenn er sich wieder einen Skandal leistet, ist er eigentlich wirklich nicht mehr präsent, ja. Und hat sich ja auch zurückgezogen, also
wer muss da jetzt genau anders mit umgehen, dass die Leute so im Privaten immer noch sagen, ja, Ulle war aber voll und keine Ahnung, nehmen den nicht für voll, das hat er sich selbst zuzuschreiben und da kann auch keiner mehr jetzt was ändern, da ändert kein Geständnis 20 Jahre später mehr was, das ist einfach in dem Bewusstsein der Leuten drin. Aber auf jeden Fall ist es vielleicht so ein Auslöser, wo man mal checkt, ja, keine Ahnung, es hat jetzt vielleicht nichts mehr damit zu tun. Vielleicht sind solche Sachen auch, und ich habe das ein paar Mal die Woche auch gelesen auf Facebook, auf irgendwelchen Kommentaren, vielleicht auch auf Artikeln, dass man das jetzt vielleicht mal gesondert von dem Radsport Tour de France Thema sieht, was da gerade passiert. Und vielleicht entwickelt sich dadurch sogar was Gutes. Ich hoffe, dass es irgendwie rechtzeitig für ihn kommt. Wirklich alles andere als einfach. Aber es war mir trotzdem wichtig, da die Geschichte nochmal von mehreren Seiten anzusprechen. Wir hatten das, wie gesagt, vor 2-3 Wochen schon mal vor, ein Ulle-Rescue zu starten. Und das machen wir dann einfach heute mit dem Appell, wer Bock drauf hat, seid einfach mal lieb zu Ulle. Wie wird man eigentlich Profi, Staufi? Als du noch irgendwie Juniorenfahrer, U23-Fahrer warst oder was, bist ja ganz gut gefahren. Hast auch so ein paar Etappen gewonnen hier und da. Da ist ja auch das ein oder andere Rennen, wo die Profiteams vielleicht auch drauf schauen. Klappt das dann einfach? Kommen die auf dich zu? Ja, ich hatte ja in meiner letzten Saison als U23-Fahrer dann doch einige gute Ergebnisse gefahren. Also für meine damaligen Möglichkeiten und für meinen Rennkalender war das schon eine ganz gute Ausbeute, glaube ich. Und war mir dann eigentlich spätestens mit dem Etappensieg und mit dem Sieg der Punktewertung bei der Tour de l'Avenir, also der Nachwuchs-Tour de France, ziemlich sicher, dass das für einen Profivertrag reichen müsste. Und habe mich daraufhin halt so ganz klassisch, wie sich jemand jetzt auf einen Job bewerben würde, auch bei den Teams beworben. Das ist schön, dich hingesetzt, ein Word-Dokument erstellt. Ja, mit, so ungefähr. Mit Hobbys, Lieblingsessen. Ja, einfach so die Ergebnisse ein bisschen zusammengefasst und klar, wie man eigentlich noch wirklich so klassisch eine Bewerbung. An wen hast du das dann alles rausgeschickt? Ich hatte damals dann mit Rolf Aldag noch persönlichen Kontakt. Der hatte aber für sein Team damals schon alle Jungprofis für die nächste Saison verpflichtet. Für welches Team hat er damals gearbeitet? Das war noch HTC High Road. Ah ja. Die hatten dann früh im Jahr schon nach dem Frühjahr 1-2 Fahrer verpflichtet und dann im Sommer noch jemanden und man konnte als Pro-Tour-Team damals noch auch nur 3 Nachwuchsfahrer pro Saison verpflichten. Ach krass, warum? Das hab ich mich auch schon öfter mal gefragt, da müssen wir mal bei der UCI nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile noch so ist. Bei HTC hatten die damals echt auch nach einem Sonderantrag bei der UCI nachgefragt zumindest. Also jetzt nicht nur wegen mir, weil da gab es in dem Jahr wohl noch einige andere, an denen die interessiert waren. Aber da, wie gesagt, gab es dann einfach keine Möglichkeit mehr, weil die in dem Sinne voll waren. Und ja, der hat mir dann aber auch so alle E-Mail-Adressen und Kontaktdaten zu den anderen Teams geschickt, die er so hatte. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen Eigenrecherche betrieben, die Kontaktdaten zu den Teams halt dann, die ich nicht hatte, rausgesucht und Copy and paste. 30 Bewerbungen rausgeschickt. Da war doch was, erzähl das bitte kurz. Hast du nicht Copy and paste Rabobank gemacht? Ja, da ist vielleicht die eine oder andere Adresse mal verwechselt worden oder ich hatte noch eine andere Anschrift drin oder sowas. Aber Klassiker. Bei den holländischen Namen, die sind ja auch fast alle gleich. Ne? Sind also, gleich, auf jeden Fall. Ja, und da kam dann erstaunlich wenig Feedback erstmal. Ein Feedback, was ich damals bekommen habe, das war erstaunlicherweise von dem Team Euskartel damals, die sich auch ganz nett für die Bewerbung bedankt haben, aber da die eigentlich nur baskische Fahrer oder zumindest mal aus der Region da verpflichten wollten, habe ich da nicht so ganz reingepasst. Aber die hatten doch damals nicht doch das war später aus einem anderen Grund, da kommen wir mal vielleicht nochmal bei Gelegenheit drauf zurück. Naja, um es jetzt kurz zu machen, als es dann so Richtung Ende November ging, hatte ich dann doch irgendwie, ja, oder was, ja, es war Anfang November noch, da hatte ich also schon mehr oder weniger die Hoffnung aufgegeben, in einem Jahr darauf dann irgendwie einen Profivertrag zu bekommen bei einem größeren Team.
habe mich dann dazu entschlossen, aber noch weiterzufahren auf Continental-Ebene damals. Aber irgendwie kam ich weiß leider auch gar nicht mehr, wie ich dann auf die Idee kam oder ob mir das irgendjemand damals geraten hat. Jedenfalls kam mir dann zu Ohren irgendwie, dass es halt auch Fahrervermittler gab oder gibt und regelrechte Agenturen, die auch die Fahrer vermitteln an die Teams. Und da habe ich mir dann einfach zwei Adressen dann schnell im Internet rausgesucht, dann da mal meine Bewerbung hingeschickt und habe auch direkt einen Tag später einen Rückruf bekommen. Mich zwei Tage später mit dem Agenten damals getroffen und innerhalb von drei Wochen hatte ich dann zwei Angebote von einem Prototeam auf dem Tisch liegen. Also sehr gut, sehr gut. Ja. Man muss für den Zuhörer vielleicht nochmal kurz erklären, was die Tour de l'Avenir ist. Das ist nämlich sowas wie die Nachwuchs, ich sag mal Tour de France, wenn unsere zwei Spezialisten hier vielleicht nochmal genauer erklären können. Ja, das ist halt die wichtigste Rundfahrt für U23-Fahrer. Also das ist so eigentlich noch höherwertiger als ein WM-Titel, würde ich fast sagen. Wenn man da die Gesamtwertung gewinnt, was natürlich als Sprinter eigentlich unmöglich ist, dann ist man schon ein ziemlich guter Rennfahrer. Und wenn man so in die Siegesliste schaut, eigentlich jeder von denen, der vorne mal da war, ist jetzt Weltklasse-Rennfahrer. Und von daher, ja, wenn da auch eine Etappe gewinnen kannst, dann ist das schon eine Hausnummer. Und eigentlich auch ein bisschen unverständlich gewesen in dem Jahr, dass Staufi da so spät erst einen Vertrag bekommen hat. Die Hausnummer sitzt jetzt im Besenwagen. Die Hausnummer sitzt es im Besenwagen, so wie viele andere gute Rennfahrer auch schon vorher. Wer hat das so gewonnen in letzter Zeit? Wer hat das dieses Jahr gewonnen? Wissen wir das? Avenir? Ja. Ich habe es letztens noch gelesen. Also ich glaube, letztes Jahr gewinnt der Typ, der jetzt gerade bei Sky, Bernal, hat letztes Jahr, glaube ich, gewonnen. Davor hat Soler gewonnen, der bei Movistar fährt. Davor hat dann irgendwann mal Quintana gewonnen. Also das ist halt, ja. Man sieht schon, man kann das schon einordnen. Genau. Okay, unser Thema oder worauf wir gerade hinaus wollen, sind diese Agenturen oder Agenten. Und da haben wir jetzt tatsächlich mal jemanden, der das macht beruflich und der uns da mal einen Einblick gibt. Ich finde das ziemlich interessant. Ja, wir dürfen hier im Besenwagen Ken Sommer herzlich willkommen heißen. Ken Sommer ist ein Fahreragent und das SO in Corso Sports. Ken, stell dich doch mal kurz selber vor, das ist, glaube ich, am besten. Ja, hallo, ich freue mich, hier im Besenwagen dabei zu sein. Wie gesagt, ich bin das SO in Corso. Ich bin sozusagen die Hälfte der Agentur. Die andere Hälfte ist mein Partner Joao Correa, Amerikaner. Und wir haben diese Fahrermanagement-Agentur zusammen 2012 gegründet. Ich habe davor 2 Jahre für Radteams gearbeitet, 2010 für das Cervelo Testteam, wo ich auch Joao kennengelernt habe, der damals dort Fahrer war. Und dann 2011 habe ich mit das Leopard Track Team geleitet und habe da das Marketing, Branding und Sponsoring gemacht, bevor wir dann die Agentur gegründet haben. Also hat sich das so ein bisschen ergeben, einfach aus deinen vorherigen Jobs raus? Oder hast du dir einfach gedacht, okay, da ist jetzt in Zukunft für mich die Kohle zu holen? Es ging nicht unbedingt um Kohle. Wenn es darum ginge, hätte ich nach dem Studium wahrscheinlich wie meine ganzen anderen Studienkollegen, wäre ich Banker oder Consultant geworden. Also darum ging es da bei weitem nicht. Ich habe damit angefangen, weil ich einfach gesehen habe, und Joao auch, wir haben gesehen, dass da ein Markt ist und dass dort was gebraucht wird. Wir haben, also ich habe natürlich von der Teamseite aus oft mit Fahreragenten zu tun gehabt. Mhm. Und da gibt es sehr gute, aber da gibt es auch sehr viel mehr mit Verbesserungspotenzial. Wo siehst du da gut und schlecht? Was sind für dich die Kriterien oder was willst du dann auch gut machen?
Ja, also da gibt es natürlich sehr viel unterschiedlich. Also es gibt einige Agenturen, die legen sehr viel Wert auf Steuerberatung oder auf Sozialversicherungsberatung. Dann gibt es andere, die legen auf Marketing Wert. Aber dann gibt es auch super viele, die einfach nur sich Fahreragent schimpfen, weil sie entweder der ein Verwandter von einem Fahrer sind, weil sie ja gerade denken, dass das dass dort Geld zu machen ist. Und wir sind einfach super vielen Agenten über den Weg gelaufen, die wirklich auch unseriös waren und die Fahrer nicht in deren besten Interesse vertreten haben. Und da konnte man oft sehen, dass mit der Zukunft der Fahrer wirklich gespielt wurde, dass dort ohne Strategie und Rücksicht einfach gehandelt wurde, wo du wirklich gesehen hast, dass da ganze Karrieren dran zu Bruch gegangen sind auch teilweise. Und das ist wie in jeder anderen Beraterbranche, denke ich auch, dass dass wenn du da einem schlechten Berater ausgeliefert bist, dann kann das sehr schlechte Folgen für dich haben. Und wir haben gesagt, wir würden uns gerne wir würden uns dem gerne annehmen, eine kleine Agentur gründen und auch wirklich den Fahrern die Betreuung geben, die sie brauchen. Und deshalb haben wir auch nie mehr als 22, um die 22, 23 Fahrer gehabt, weil wir glauben, dass wir sonst dem Einzelnen einfach nicht mehr gerecht werden. Ja, das, aber ist doch eigentlich auch so, dass es gibt ja jetzt so ein UCI-Zertifikat für Fahreragenten und genau. Ich glaube, das ist eher so ein Bonus, ne, den man sich holen kann, aber man braucht nicht unbedingt, um Verträge mit Teams abzuschließen. Das heißt, das ist eigentlich nur so eine, ja, so eine selbst auferlegte Qualifikation, die aber eigentlich nicht notwendig ist, oder? Nee, das stimmt so nicht ganz. Also es gibt drei Wege, wie man sozusagen Fahrerberater werden kann. Entweder man ist direkt mit dem Fahrer verwandt, dann braucht man diese UCI-Lizenz nicht. Das gibt es im Fußball auch, diese Regel. Das ist aber sehr interessant. Das finde ich krass. Ja, das ist absolut, wie du sagst, das ist sehr krass. Und ich verstehe nicht, wie alleine eine Verwandtschaft einem die Fähigkeit geben soll, ein guter Berater zu sein oder beziehungsweise überhaupt ein Berater zu sein. Und das ist die eine Möglichkeit, wie man Berater wird. Die andere ist, man ist Anwalt. Das ist ja schon mal, sagen wir mal, um Verträge zu verstehen, etc., ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung. Oder man macht diese Fahrerlizenz. Also wenn man weder Anwalt noch Verwandter des Fahrers ist, dann muss man auf jeden Fall diese Lizenz haben. Das wird jedoch meiner Ansicht nach von der UCI nicht stark genug verfolgt. Also ich kenne auch viele Berater, die erfüllen keine dieser drei Voraussetzungen und sind trotzdem in dem Markt unterwegs. Wenn ich ein junger Fahrer wäre, der denkt, dass er einigermaßen Rad fahren kann, würde ich auf jeden Fall zu dir wollen. Das ist schon mal sehr gut zu hören. Aber nochmal auf das, was Fossi sagt, ja, zu sprechen zu kommen, diese Lizenz an sich ist meiner Ansicht nach auch nicht schwer genug zu bekommen. Also das ist ein Test, der geht über ein paar Stunden. Also ich kenne eigentlich niemanden, der einigermaßen was im Kopf hat, der diese Prüfung nicht besteht. Und da bin ich der Meinung, da sollte man doch schon eher vielleicht einen Lehrgang belegen müssen oder eine schwerere Prüfung ablegen müssen, um diesen Beruf ausüben zu dürfen. Ich finde da die Eintrittsschwelle ein bisschen zu niedrig. Warum hast du dich da so auf junge Fahrer konzentriert? Ich wollte einfach, um mit jemandem gut zusammenzuarbeiten, brauche ich eine gewisse Verbindung zu diesem Fahrer. Und wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, den ich gar nicht kenne, der schon die Hälfte seiner Karriere hinter sich hat, dann finde ich das ziemlich schwer, da diese Bindung herzustellen. Und ich wollte junge Fahrer auf dem Karriereweg helfen, hochzukommen. Und da waren wir uns eigentlich ziemlich schnell, Joao und ich waren uns da ziemlich schnell einig, dass wir uns da auf die Jungen konzentrieren wollen, denen wir einfach auf
deren Weg helfen wollen. Und da ist dann auch so eine echt gute Bindung zu unseren Fahrern entstanden. Also das sind die meisten von denen, das glaube ich ein Verhältnis wie zu, ja, würde ich mal vergleichen, wie zu so einem kleinen Bruder. Die kennt man schon lange. Teilweise hat, wie du angedeutet hast, mit Theo haben wir gearbeitet, seitdem er, glaube ich, 18 war. Und ja, ich finde das einfach schön mit anzusehen, wie die sich weiterentwickeln. Und ich finde das wesentlich spannender, als mit irgendeinem gestandenen Fahrer anzufangen, der vielleicht schon die Tour de France gefahren ist, der gewisse Erfolge vorzuweisen hat. Das reizt mich nicht so. Ich begleite gerne Karrierewege und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir so eine kleine Runde an Talenten beisammen hatten. Und da das echt gut geklappt hat mit den ersten paar, haben wir so weitergemacht. Mal ganz konkret, darfst du eigentlich sagen, wen du unter Vertrag hast? Ja, klar. Also so Beispiele? Also, das interessiert ja wahrscheinlich die Leute. Das sind, also das kann man auch auf unserer Homepage sehen. Also wir machen da gar kein Geheimnis draus. Wir haben da, also jetzt die man aus der World Tour kennt, das sind wahrscheinlich am ehesten hier Jampi Drucker, Mats Pedersen, Michael Wallgren, Theo Gegenhardt, Rick Zabel, Marco Matisse und ja, noch ein paar andere. Und aber wir haben das immer auf unserer Homepage stehen. Es gibt andere Agenten, die sagen das nicht so gerne, wen sie haben. Da hat jeder seine Gründe für, aber wir machen da kein Geheimnis draus. Okay. Jetzt wurde da Fossi direkt schon mal konkret mit einer Frage, die ihn wahrscheinlich auch sehr interessiert hat als Teamchef von einem Nachwuchsteam. Vielleicht erklärst du jetzt unseren Zuhörern noch mal eher, wie der Radsport-Transfermarkt im Allgemeinen so funktioniert. Wie sind da so die Mechanismen? Also das deutet sich ja auch immer so an, dass es sich eigentlich alles um die Tour dreht und dann erstmal so die großen Fahrer ihre Entscheidung treffen und dann folgt der Rest. Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben. Also generell ist es so, dass wenn man ein Team wechselt, darf man erst einen neuen Vertrag unterschreiben und der Transfer darf auch erst bekannt gegeben werden ab dem 1. August. Das ist jetzt auch der Grund, warum jetzt in den letzten Tagen die ersten Transfers bekannt gegeben wurden. Jedoch ist das so, dass natürlich vorher schon lange verhandelt wird. Also das fängt meistens um die Frühjahrsklassiker fängt das an. Das geht dann ja nach den Frühjahrsklassikern geht es dann weiter und baut sich der Transfermarkt so langsam auf und erreicht dann zur Tour de France eigentlich traditionell immer den Höhepunkt. Und das hat sich über die letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, so irgendwie rauskristallisiert, dass vor allem die Ruhetage bei der Tour de France und die paar Tage vor der Tour de France sich irgendwie zu so einem Fahrer Agenten-Bazar entwickelt haben. Also da trifft man alle Fahreragenten immer in den Teamhotels und da geht's dann um die Verträge fürs nächste Jahr. Es kann aber auch natürlich sein, dass man Verträge schon vor der Tour de France abgeschlossen hat, die dann auch erst nach der Tour de France dann, wie bereits erwähnt, am 1. August dann verkündet werden. Aber ich würde sagen, der Höhepunkt des ganzen Fahrermarktes, der ist mit der Tour de France immer erreicht. Es gab jetzt in den letzten Jahren, ich glaube mal mindestens einen, das war jetzt Ron Dennis, der hat so einen Mid-Season-Transfer gehabt, also eigentlich Mitte der Saison gewechselt. Denkst du, das ist so ein Modell, was man auch in der Zukunft irgendwie öfters sehen wird? Ich meine, es ist ja im Fußball gang und gäbe, dass man Spieler austauscht und ich fand es eigentlich ganz interessant und Also ich, wenn ein Fahrer unglücklich ist in einem Team, beziehungsweise das Team mit einem Fahrer unglücklich, dann bin ich auch der Meinung, wieso sollte man sich das dann antun, noch ein halbes Jahr miteinander weiterzuarbeiten, wenn er doch in einem anderen Team vielleicht glücklicher ist, beziehungsweise wenn ein Wechsel alle Seiten, wenn ein Wechsel positiv für alle Seiten ist. Es gibt ja jetzt natürlich einige Agenten im Sport, die auch ziemlich viele große Fahrer unter Vertrag haben, die auch dann ja einen gewissen Einfluss haben. Wie schätzt du das ein? Wie beeinflussen die dann auch damit den Transfermarkt? Also die können ja, theoretisch den
erstmal blockieren, um dann halt irgendeinen anderen Deal unter Vertrag unter Dach und Fach zu bringen und dann erst geben die anderen Fahrer frei. Also klar, also das passiert immer wieder. Also wenn jetzt jetzt mal als Beispiel, wenn man einen Peter Sagan unter Vertrag hat, wie Giovanni Lombardi, ist auch ein sehr erfolgreicher Fahreragent, ist schon ewig dabei, war früher selber Rennfahrer. Da hängen dann viele Fahrer mit dran. Also so ein Peter Sagan, der wechselt nicht alleine das Team. Der hat dann 4, 5, 6 Mann noch dabei. Und wenn es nicht feststeht, wo so ein Peter Sagan hingeht, wie das jetzt der Fall war, bevor er bei Bora unterschrieben hat, dann blockiert das schon so ein bisschen den Markt. Einfach weil sich Teams Plätze frei halten, weil Teams Budget frei halten. Aber das sieht man immer wieder, dass einfach Teams warten, bis sie ihren Kapitän haben und dann drumherum das Team aufbauen. Und dadurch hört man immer wieder als Fahreragent, bevor wir uns für einen Berghelfer entscheiden, müssen wir erst wissen, ob wir jetzt den und den Kapitän für die Rundfahrten auch bekommen oder nicht. Beziehungsweise, wenn wir den Kapitän A bekommen, bringt der Fahrer B und C mit. Wenn wir Kapitän B bekommen, dann bringt er seine Helfer mit. Also das passiert immer wieder. Du hast gerade schon Valgren angesprochen. Ich würde jetzt mal so naiv behaupten, das war jetzt dein großer Transfer in der Saison. Kannst du da was zu erzählen? Ja, also das haben wir natürlich uns, das haben wir natürlich gehofft, dass Michael sich in eine Richtung entwickelt, dass er mal wirklich so ein großer, erfolgreicher Fahrer wird, wie er es dieses Jahr gezeigt hat. Und da war dann eigentlich schon nach den Frühjahrsklassikern war schon klar, dass einige Teams interessiert sind und dass wir uns da mit dem ein oder anderen Team auch treffen sollten. Wir machen das vorher immer so, dass wir den Fahrer fragen, an welchen Teams er überhaupt interessiert ist. Der schickt uns dann immer so eine Liste. Können manchmal 2, 3, manchmal 4, 5 Teams sein, wo er denkt, wo er theoretisch hinpassen könnte. Und dann geben wir ihm unser Feedback dazu und versuchen dann, diese Teams zu kontaktieren, wenn sie uns nicht schon kontaktiert haben. Und bei Michael war es vor allem nach Omloop hat das angefangen, dass natürlich das ein oder andere Team angeklopft hat. Und nach dem Amstel war es dann so, dass er sozusagen in die Riege von den großen Klassikerfahrern aufgestiegen ist. Und da haben wir nach dem Amstel erstmal gesagt, okay, jetzt gucken wir uns das erstmal an und warten, welche Teams jetzt noch auf uns zukommen, um dann ganz in Ruhe vor der Tour de France beziehungsweise am Anfang der Tour de France zu entscheiden, ob Michael dann bei Astana bleibt oder, wie es jetzt verkündet wurde, zu einem anderen Team wechselt. Was ist wichtig, um Profi zu werden für dich? Wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie du deinen, in Anführungszeichen, Nachwuchs scoutest, wie du auf die aufmerksam wirst. Was muss ein Fahrer für dich erfüllen oder was willst du sehen, auf was willst du aufmerksam werden? Ja, also das, jetzt wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, ist der Erfolg in der U23 ist wirklich super, super wichtig. Also wenn ein Fahrer bei der U23 nicht erfolgreich ist, heißt keine Rennen gewinnt oder keine Rundfahrten auf dem Podium abschließt, dann ist es sehr schwer, Profi zu werden. Weil es so viele gute U23-Fahrer gibt, dass die Teams sich wirklich die jungen Fahrer aussuchen können. Und wenn man da nicht heraussticht, dann ist es auch mit einem guten Fahreragenten echt super schwer, Profi zu werden. Und da schauen wir halt schon bei den Juniorenergebnissen drauf, dass das jemand ist, der auf dem Level Rennen gewinnen kann. A. Und B, dass das jemand ist, der nicht schon am, ja, oder
am oberen Ende der Entwicklung angekommen ist. Also es gibt super viele Fahrer, die sind mit 18, 19 schon super ausgezehrt, die fahren genauso viel, trainieren wie ein Profi und haben ihre Schule aufgehört und leben im Prinzip schon seit Jahren wie absolute Vollprofis. Und das sehe ich dann nicht so gerne. Also ich sehe dann schon eher jemand, also ich finde es interessanter, wenn da jemand ein paar Rennen abschießt und doch 3-4 Kilo zu viel drauf hat oder noch gar nicht so viel trainiert oder vielleicht noch gleichzeitig in einem Fahrradladen arbeitet oder sein Studium zu Ende macht oder das, ich achte halt darauf, dass dann noch theoretisch Potenzial nach oben vorhanden ist. Okay, wir haben noch so ein bisschen als Thema den aktuellen Transfermarkt, jetzt mal abgesehen von Valgren. Hast du irgendwas Lustiges dazu zu sagen? Hast du irgendwelche Meinungen zu den aktuellen Wechseln? Es ist ja schon irgendwie auch, sind schon ein paar durch jetzt. André, muss ich sagen, da war natürlich fast jeder super überrascht drüber. Auch von uns Agenten. Wussten da jetzt nicht besonders viele drüber Bescheid, dass das eine Möglichkeit ist, dass er zu Fortuneo geht. Aber ich habe ihm auch direkt geschrieben, habe ihm dazu gratuliert. Sowas kann man vorher nicht wissen, nicht hundertprozentig wissen, ob sowas gut geht oder nicht. Ich habe es damals gesehen, als Gerald Ziolek zu MTN gegangen ist. Das war ja, da ist ja Fortuneo ein absolutes Weltklasse-Team gegen das MTN-Team, wie es damals war. Und das hat, das war, glaube ich, danach die beste Saison, die Gerald jemals hatte. Also sowas kann einem nochmal positiv beflügeln. Ich war natürlich auch überrascht. Französisches kleines Team. Aber ja, ich erlaube mir da noch kein Urteil drüber zu fällen, bis ich ihn nächstes Jahr auf der Straße sehe. Ja, ich dachte mir auch erst, was ist das jetzt her? Aber dann habe ich auch ein persönliches Statement von ihm gelesen und das war eigentlich ganz schön geschrieben, was er da gesagt hat. Und das war dann auch total nachvollziehbar. Ich denke mal, also du wirst da eher einen Einblick haben, dass sie ihm jetzt wahrscheinlich auch nicht wesentlich weniger zahlen als die anderen Verträge, die er so bekommen hätte. Und er meint, ich meine, dort ist er der uneingeschränkte Captain, darf wahrscheinlich trotzdem die Tour de France fahren. Und er meinte so, ihm ist es auch total wichtig, vielleicht seine Erfahrung noch so ein bisschen weiterzugeben. Die haben ja da, glaube ich, auch einen Nachwuchssprinter in dem Team. Also man muss ja auch sagen, dass die Franzosen mit der Tour de France und generell mit dem Radsport, da ist ja Herzblut mit dabei. Und ich glaube, da könnte sich André jetzt auch noch mal ganz gut in die Herzen der französischen Radsportfans fahren. Ja. Also mal abwarten, wie das so ausgeht. Ja, er war ja, also man hat ja so in den letzten Monaten rausgehört, dass er irgendwie ihm die Wertschätzung bei Lotto so ein bisschen gefehlt hat. Es ist sehr viel rausgekommen. Ja, da ist genau. Sehr viel geleakt worden von diesem Problem. Absolut. Und ich glaube, wenn man so weit ist in einem Team, dass man einfach nicht mehr happy ist und dann kann es sein, dass sich dieses französische Team super um ihn bemüht hat und dass sowas dann nochmal den Ausschlag gibt. Ist auf jeden Fall der Transfer des Jahres vielleicht schon. Was war denn so dein verrücktester Deal, den du mal gemacht hast oder außergewöhnlicher Transfer? Jetzt nicht einfach nur so ein Nachwuchsprofi in ein Team gebracht, sondern ja, vielleicht irgendwas anderes? Also wir hatten schon so ein paar, die jetzt sagen wir mal nicht die 0815 Transfers waren. Also der eine war bestimmt von Linus Gerdemann. Der hat keinen Vertrag mehr bei Leopard Nissan Track damals bekommen, überraschenderweise, und hat uns dann im Prinzip im Winter angesprochen, hey, sollen wir nicht zusammenarbeiten und könnt ihr mir nicht ein neues Team besorgen? Und dann war es natürlich auch schon zu spät für das Jahr danach. Der hat dann ein Jahr aufgehört, beziehungsweise ist kaum Rad gefahren und ist dann nochmal wiedergekommen zur MTN und danach zu Kult und ist auch echt nochmal richtig schnell Rad gefahren. Also das war so ja aus der Einjahrespause heraus nochmal zurück durchgestartet. Das war irgendwie ganz cool und hat Spaß gemacht zu sehen. Und
Dann hatten wir vor ein paar Jahren den Wunsch von Laurens ten Dam, dass er gerne ein Jahr in den USA wohnen würde, am Strand. Und das war natürlich dann schwierig unter einen Hut zu bringen mit europäischen Teams. Wir haben auch viel mit amerikanischen Teams gesprochen. Aber dann hat sich doch noch das deutsch-holländische Team Sunweb bereit gezeigt, dieses Unterfangen zu unterstützen und fand die Idee irgendwie ganz witzig, dass er dann mit seinem Campervan durch die USA reist und immer wieder für die größten Rennen der Welt dann zurück nach Europa kommt. Und das hat super geklappt und wie man sieht, er ist immer noch da und fährt, glaube ich, fast mehr Renntage als jeder andere im Peloton. Ja, verrückte Geschichte mit Laurens ten Dam. Ist auch ein verrückter Typ. Also das ist wahrscheinlich die ungewöhnlichste Story, wie der überhaupt zu uns in die Agentur gekommen ist, weil uns fragen auch immer wieder Leute, was macht eigentlich Laurens ten Dam bei Corso? Weil die anderen, die sind alle wesentlich jünger und sind so eine Gruppe an irgendwie Kids. Und dann haben wir da den 37-jährigen Laurens. Der ist, als Joao, mein Partner, auch Radrennen gefahren ist, sind die bei irgendeiner Rundfahrt ist Laurens gestürzt und war dann in einem Krankenwagen und Joao, der eh schon hoffnungslos abgehängt war, ist dann in den Krankenwagen gefahren. Also wurde der quasi umfunktioniert zu einem Besenwagen. Ja, das war, ja, also. Ist er reingecrashed in den Krankenwagen oder was, oder? Genau. Und dann sind die zusammen mit dem Krankenwagen, sind die halt weitergefahren und haben sich so kennengelernt. Und dann, als Joao die Agentur gegründet hat, hat sich Laurens uns dann angeschlossen, weil die sich gemeinsam im Krankenwagen kennengelernt haben. Natürlich wollen jetzt wahrscheinlich viele Leute hören, ob es noch irgendwie gerade ein ganz heißes Gerücht auf dem Transfermarkt stimmt, geht. Stimmt, ja. Boah, für die Gerüchte sind eigentlich immer die Fahrer selber zuständig, weil im Peloton natürlich die wildesten Gerüchte immer entstehen. Davon bekommen wir dann meistens nicht so viel mit, aber da fällt mir momentan jetzt auch keiner ein, der von den großen Fahrern, der irgendwie auf dem Transfermarkt noch heiß gehandelt wird. Wie schätzt du die Situation bei Katjuscha jetzt ein? Da gab es ja bei der Tour einige Meinungsverschiedenheiten. Denkst du oder kannst du dir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert? Also ich bin mir sicher, dass sich das Team noch verstärken wird. Dass einer der großen Fahrer dort, wie hier und da gemunkelt wurde, das Team verlässt, kann ich mir nicht vorstellen. Also dazu ist auch wirklich die Stimmung innerhalb des Teams wesentlich besser als das, was man so in den Medien mitbekommen hat. Also ich habe da mit Rick drüber gesprochen und die Fahrer verstehen sich untereinander. Und die wollen da gemeinsam wieder rauskommen aus diesem Leistungsloch. Und ich glaube, die werden sich punktuell hier und da verstärken. Aber dass da was Riesiges passiert, also ich gehe davon aus, dass das nicht so sein wird. Ich habe noch einen. Nämlich, hast du irgendeinen heißen Tipp, wer in Zukunft ein krasser Fahrer wird, wenn man jetzt noch nicht so auf dem Radar hat? Du vielleicht? Ja, also das kann noch ein paar Jahre dauern. Aber Karel Vacek. Das ist ein Tscheche. Der Name ist gut auf jeden Fall. Der steht für Power. Der ist 18 Jahre alt, wohnt in Italien, ist in Österreich aufgewachsen, spricht fließend Deutsch, Italienisch, Englisch und Tschechisch. Und der hängt eigentlich so, wenn es lange berghoch geht, bei den Junioren alle ab. Und ich glaube, dass der mal so ein richtig, richtig, richtig guter Rundfahrer wird in 4 bis 5 Jahren. Aber ob er diesen Atombelgier abhängt, kenn ich. Staufe? Wie hieß der noch? An dem muss ich auch. Remco? Project Remco. Codename Remco. Codename Remco. Ja, genau. Remco Evenepoel. Ja. Genau, der ist auch in irgendeinen Zaubertrank reingefallen, oder? Also ich habe heute wieder
anscheinend Zahlen gehört, ich weiß nicht, irgendwo wurde mal veröffentlicht, dass ein FTP haben muss von 7 Watt pro Kilogramm. Also, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde das, ziemlich krass. Also, ich finde den auch unglaublich. Also, ich habe seit 10 Jahren, glaube ich, keinen mehr gesehen, der bei den Junioren die Rennen so einfach gewonnen hat. Also der letztes Jahr angefangen ist, ne? Der hat ja erst letztes Jahr. Genau, der war Fußballspieler und hat dann angefangen Rad zu fahren. Sein Vater war irgendwie auch Radprofi. Und der hängt die nicht mal so mit 10, 20, 30 Sekunden ab. Der gewinnt Radrennen teilweise mit 8, 10 Minuten Vorsprung. Und der wird halt auch einfach mal direkt nach den Junioren wird der Profi. Also der geht direkt zu Quickstep. Das ja, gab es genau. Auch, glaube ich, noch seltener. Da sind wir gespannt. Ja, was ich mir dieses Frühjahr, wo wir jetzt gerade schon drüber reden, gedacht habe, und das ist ja genau dein Feld eigentlich. Also dem Frühjahr ist mir, vielleicht habe ich sonst nie so drauf geachtet, aber aufgefallen, wie krass Quickstep sich mit jungen Fahrern verstärkt hatte, die plötzlich direkt erfolgreich waren, die ich noch nie gehört hatte. Hat da Quickstep sein eigenes Nachwuchsmanagement-Agentur? Quickstep hatte bis letztes Jahr einen gewissen Martin als Scout eingestellt. Der kannte sich super bei den Junioren und 23-Fahrern aus, also der kennt da wirklich jeden. Und der war, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt. Deswegen wird es jetzt interessant, ob das auch so weitergehen wird bei denen. Mhm. Ich meine, die haben sich natürlich jetzt so einen Ruf aufgebaut und da wollen natürlich auch super viele junge Fahrer hin. Aber ob das Scouting so weitergeht, muss man erst abwarten, weil der Herr Martin, der ist nämlich jetzt bei UAE, bei den Emirates. Okay. Du hast gerade gesagt, als U23-Fahrer sind die Erfolge einfach maßgebend. Und wir hatten aber auch schon mal so ein bisschen über Social Media Präsenz der Fahrer gesprochen. Kann man damit wirklich so den Marktwert, also jetzt nicht nur für Nachwuchsfahrer, sondern generell auch vielleicht für die Fahrer, kann man sich da vom Marktwert her steigern, wenn man so ein gutes Auftreten hat auf den Kanälen? Ich würde sagen, der Durchschnittsfahrer kann damit, man kann damit jetzt keine Riesenunterschiede feststellen, wenn jetzt einer gute Social Media Channels hat oder nicht, dann wird das an dem Preis des Fahrers nicht unbedingt was machen. Aber wenn man jetzt, wir hatten da vielleicht das Beispiel sind Ted King, also der war jetzt nicht der Überfahrer, der war, würde ich sagen, durchschnittlicher Radrennfahrer, aber der konnte Blogs schreiben, der war super eloquent, der hat die Sponsoren in seinen Social-Media-Kanälen gelobt und hat da wirklich für sich einen guten Namen online aufgebaut. Und ich denke mal, wenn dann ein Team vor der Entscheidung steht, nämlich Fahrer A, der nicht auf den Kanälen vertreten ist oder B, der genauso gut ist, aber dafür super Blogs schreibt und toll mit Sponsoren umgehen kann, dann kann sowas, glaube ich, schon einen Unterschied machen. Aber seinen Marktwert damit zu steigern, glaube ich, jetzt passiert normalerweise nicht. Man kann mal seinen Marktwert wahrscheinlich damit zerstören, wenn man richtig schlecht mit Social Media. Soziale Medien oder soziales Verhalten kann auch einen Fahrerwert zerstören. Wie schätzt du das jetzt ein mit hier Gianni Moscon? Boah, also der hat sich ja jetzt schon ein paar Sachen erlaubt. Wenn du ihn unter Vertrag hättest, was? Dann hätte ich Kopfschmerzen. Also das sind Sachen, die damit kann man sich halt ganz schnell einen negativen Ruf aufbauen. Und wenn der mal nicht mehr bei Sky ist, dann wird es einige Teams geben, die den alleine wegen den Aktionen nicht mehr nehmen werden. Also da hat er sich bestimmt, sich und seinem Fahreragenten, ist glaube ich übrigens auch derselbe wie Sagan, Lombardi, hat er sich damit keinen Gefallen getan. Dann bedanke ich mich, Ken, für deine Mitfahrt hier im Besenwagen. Danke. Wir sind heute auf jeden Fall ein gutes Stück schlauer geworden. Da sind auch einige Sachen dabei gewesen, von denen ich keine Ahnung habe. Die anderen vielleicht auch. Hat Spaß gemacht.